Wenn die drei Bodenseeländer, die Schweiz, Österreich, Deutschland und Dänemark und ein paar andere, jetzt Rishi Sunak und Großbritannien anbieten würden, wir sind ein sicherer Drittstaat für euch. Mhm. Die Leute, die im Ärmelkanal nach Großbritannien fahren, verlassen die sichere EU. Wenn wir sagen, wir nehmen sie alle zurück, im Winter sind das nur 1.500 im Monat, die das probieren, also wenn wir das jetzt machen würden, nach 2 Monaten würde niemand mehr in die Boote steigen. Und wenn dafür Großbritannien, und das ist der Schlüssel, uns verspricht, jedes Jahr 30.000 Flüchtlinge aufzunehmen, die hier sind, die einen Asylantrag stellen, die dann regulär, oder sonst ohne Lebensgefahr, dann ist das moralisch gesehen, politisch ohnehin, rechtlich ist es auch okay, aber moralisch gesehen natürlich besser, als wir haben eine Zone am Ärmelkanal an der französischen Küste, wo Verbrecher viel Geld damit verdienen, Menschen in Boote zu setzen, wo immer wieder Menschen ums Leben kommen.